So, einen schönen guten Morgen hier aus Berlin heute mal. Ich freue mich, dass Sie so zahlreich erschienen sind. Ich habe da gar nicht mit gerechnet, dass wir doch so viele Teilnehmer sind. Wir haben heute das Webinar von Zeiterfassung und Videoüberwachung, Arbeitnehmer, Datenschutz und DSGVO zusammen. Zu mir vielleicht ganz kurz. Mein Name ist Katharina Wölk. Ich bin Rechtsanwältin bei Härting Rechtsanwälte und ich betreue hier jetzt seit ungefähr 2 Jahren die Datenschutzprojekte. Und wir haben eben gemerkt, dass der Arbeitnehmerdatenschutz häufig vernachlässigt wird, wenn es um diese Datenschutzprojekte geht. Und daher entstand auch die Idee, mal ein Webinar dazu anzubieten. Was wir heute machen, ich zeige Ihnen eine kurze Übersicht. Ja, wir machen eine ganz kurze Einführung und für die, die das schon kennen, ist es vielleicht eine kleine Auffrischung. Ja, keine Angst, das wird jetzt hier nicht nochmal DSGVO, was ist das? Und nochmal ein grundsätzlicher Ritt über alle möglichen Fragen, die sich da stellen. Aber so ein paar Grundsätze müssen wir einfach klären, weil wir am Ende und im Laufe des Webinars immer wieder auf diese zurückkommen. Und ich denke, auch wenn Sie die schon gehört haben und da schon ein bisschen was zu wissen, schadet das nicht, das nochmal aufzufrischen. Dann als zweites gucken wir uns die Rechtsgrundlagen an, die im Beschäftigtendatenschutz eine Rolle spielen. Da gibt es eine besondere Rechtsgrundlage und die üblichen Rechtsgrundlagen, die man so in der DSGVO hat, sind da auch ranzuziehen mit einigen Einschränkungen. Da sprechen wir dann nochmal drüber. Dann haben wir die Datenschutzinformation für Mitarbeiter, die auch nicht zu vernachlässigen ist. Es ist häufig nicht so ganz klar für die Unternehmen, dass genauso wie man Kunden gegenüber und Website-Besuchern gegenüber eine Datenschutzerklärung erstellen und zur Verfügung stellen muss. Das ist natürlich auch für Arbeitnehmer gilt. Dann gucken wir uns die Speicherdauer nochmal an. Ja, wie lange dürfen oder müssen Sie Daten speichern? Wie steht dieser Grundsatz, dass Sie Daten nicht länger als erforderlich speichern müssen oder dürfen, zu der Anforderung, dass Sie bestimmte Speicherpflichten haben, gegen die Sie auch nicht verstoßen dürfen? Und am Ende als letztes habe ich nochmal so ein paar Einzelfragen rausgesucht, mit der sich jetzt so die Arbeitsgerichte ein bisschen beschäftigt haben, wenn es um Datenschutz geht und Fragen, die, wenn wir Mandate bearbeiten, immer wieder auftauchen und die für Sie sicherlich, wenn auch nicht in der Form, aber in ähnlicher Form interessant sind und zeige Ihnen da so ein bisschen, wie Sie vielleicht zukünftig auch selber diese Fragen klären können. Dann fangen wir an mit einer kurzen Einführung und der Auffrischung, von der ich gerade gesprochen habe. Und beschäftigen uns mal mit diesen Grundsätzen der Datenverarbeitung. Diese Grundsätze der Datenverarbeitung, die sind immer einzuhalten. Ja, also völlig egal, auf welche Rechtsgrundlage Sie die Datenverarbeitung stützen. Diese Grundsätze müssen Sie immer zwingend einhalten. Die stehen nicht zur Diskussion. Das sind Sie können das in der DSGVO in Artikel 5 auch alles nachlesen. Ich will das gar nicht jetzt hier vorlesen und repetieren. Das können Sie selber. Die stehen da ganz geordnet untereinander drin und erklären sich auch so ein bisschen von selbst. Wichtig ist eben die Rechtmäßigkeit, dass die Datenverarbeitung auf einer Rechtsgrundlage beruht. Die gucken wir uns ja gleich an. Dann immer Transparenz, ja, das ist so ein bisschen so ein schwammiger Begriff. Transparenz, was heißt das eigentlich? Ja, das muss eben immer so sein, dass das für denjenigen, der die Datenschutzerklärung liest oder der von der Datenverarbeitung betroffen ist, einfach nachvollziehbar ist, was sie da machen. Also welche Art von Verarbeitung ist das? Ist das eine Speicherung? Ist das ein Sortieren oder was machen sie da eigentlich genau? Ja, dass der Betroffene genau weiß, ja, einfach, wenn Sie sich so den Durchschnittsbürger vorstellen, der muss verstehen, was Sie da eigentlich machen. Dann haben wir die Zweckbindung, auch klar, ne, nur für festgelegte, eindeutige und legitime Zwecke. Also Sie können nicht sagen, wir sammeln jetzt erstmal einen riesen Datensatz und dann gucken wir mal, was wir damit machen, wofür wir den in der Zukunft noch brauchen. Na, sondern Sie müssen, wenn Sie die Daten erheben, natürlich schon in dem Moment, wo Sie die Daten erheben, sich Gedanken darüber machen, wofür brauche ich die eigentlich? Und brauche ich die oder brauche ich die nicht? Wenn Sie die nicht brauchen, haben Sie auch keinen Zweck. Und dann haben Sie auch den Grundsatz der Zweckbindung logischerweise nicht erfüllt. Dann Datenminimierung, da kommen wir auch im Einzelnen nochmal zu, das spielt eine große Rolle im Beschäftigtendatenschutz, nicht mehr als nötig. Was ist überhaupt erforderlich für die Zwecke, die Sie verfolgen, wie viele Daten, welche Daten, alle darüber hinausgehenden Daten können Sie dann auch nicht mehr rechtmäßig verarbeiten. Ja, also immer nur die Daten, die Menge an Daten, die wirklich nötig ist.
Dann die Speicherbegrenzung, das korrespondiert so ein bisschen mit dem, was ich eben sagte, mit der Speicherdauer. Ja, wie lange müssen Sie die Daten überhaupt speichern? Sie müssen ja nicht jedes Personaldatum zwangsläufig irgendwie 30 Jahre speichern, sondern wenn Sie die Daten nicht mehr brauchen, das gilt auch im Beschäftigtendatenschutz genauso wie gegenüber Kunden und sonstigen Betroffenen, immer nicht länger als nötig. Und die integrierte und Vertraulichkeit, also die Datensicherheit. Ja, die Daten müssen natürlich davor geschützt werden, beispielsweise, dass Dritte sich da Zugang zu verschaffen und damit Schindluder treiben. Und sie dürfen die Daten nicht verlieren, nicht offenlegen, etc. Dann eine Frage, das mag jetzt auch für viele so ein bisschen simpel und lapidar erscheinen. Ich reite da trotzdem immer so drauf rum, weil ich merke, wenn wir Unternehmen beraten und wenn es dann darum geht, dass wir sagen, na, alle personenbezogenen Daten, ja, unterfallen dieser Datenschutzgrundverordnung und dem Bundesdatenschutzgesetz, dass dann die Leute mal sagen, nee, das sind hier keine personenbezogenen Daten, das sind Informationen, aber das hat ja mit den Personen nichts zu tun. Einmal ganz kurz noch, um das zu klären, weil ich nicht weiß, wie viel Vorwissen Sie da haben. Ja, Personenbezug ist immer dann gegeben, wenn sich eine Information auf eine zu identifizierende und identifizierbare natürliche Person bezieht. Ja, also wenn Sie eine Information haben, die Sie ganz klar einer einzigen Person zuordnen können, dann hat dieses Datum Personenbezug. Ja, also das kann sein, dass dieser Personenbezug, natürlich, wenn Sie wissen, ja, da ist ein Mann, der hat dunkle Haare, das trifft wahrscheinlich auf Millionen von Männern zu, aber wenn Sie den zum Beispiel mit einer Personalnummer verknüpfen, dann hat dieser dunkelhaarige Mann mit dieser bestimmten Personalnummer natürlich individuellen Charakter und dann geht es nur auf eine individuelle Person, passt diese Personalnummer und in dem Moment haben Sie ein personenbezogenes Datum. Hier nochmal so ein ganz lapidares Beispiel, ja, was ich eben schon sagte, ja, Sie haben einen Mann, 35 Jahre alt, das trifft auf ganz viele Leute zu. Auch Mann, 35 Jahre alt, Schuhgröße 44, blaue Augen, auch da können Sie jetzt noch nicht eine konkrete bestimmte Person ausmachen. Wenn Sie aber natürlich diese Information haben und dann etwa Personalnummer 123, dann ist es natürlich klar, diese Personalnummer wird in Ihrem Unternehmen nur auf eine einzige Person zutreffen. Und in dem Moment wissen Sie natürlich auch dann, welche Schuhgröße der hat, dass der blaue Augen hat, dass der 35 Jahre alt ist, wenn diese Informationen mit der Personalnummer verknüpft werden. Wichtig auch im Beschäftigtendatenschutz, das spielt immer nicht so eine Rolle, wenn man sich Kundendaten und so anguckt in der Regel. Im Beschäftigtendatenschutz kommt es häufig dazu, dass auch besondere personenbezogene Daten nach Artikel 9 DSGVO verarbeitet werden. Ne, das sind die stehen da alle drin. Das können Sie auch in Ruhe nochmal nachlesen. Das müssen Sie jetzt auch nicht irgendwie mitschreiben oder auswendig lernen. Die stehen da ganz geordnet drin und das erklärt sich auch so ein bisschen von selbst. Ne, das sind eben Personen, also im Arbeitsrecht oder im Beschäftigtendatenschutz sind es meistens, mit denen Sie zu tun haben, Daten über die religiöse Überzeugung. Ja? Zum Beispiel, wenn Sie Kirchensteuer abführen, dann sehen Sie natürlich ganz klar die Religionszugehörigkeit und auch natürlich die Tatsache, dass sie keine Religions- oder Kirchensteuer abführen, ist natürlich insofern eine Information darüber, dass sie wissen, dass dieser Mensch nicht in der Kirche ist. Ja, dann sind das genetische und biometrische Daten zur eindeutigen Identifizierung. Da weiß ich nicht, wie das im jeweiligen Unternehmen aussieht. Es gibt ja durchaus Unternehmen, die sagen, wir haben hier die Zugangsbeschränkung mittels Fingerabdruck zum Beispiel, ja, dass sich die Tür nur bei Eingabe des Fingerabdrucks öffnet. Wenn das Unternehmen sind, die jetzt sehr sensible Arbeitsbereiche haben, etwa mit Chemikalien oder so, da kommt es häufig vor, dann werden natürlich vom Arbeitgeber auch Gesundheitsdaten verarbeitet. Ist ja klar, ne? Also wenn sich jemand krank meldet, dann wissen Sie zumindest schon mal, dass derjenige krank ist. Wenn er eine Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung vorlegt, dann wissen Sie, dass er wirklich auch vom Arzt arbeitsunfähig geschrieben worden ist. Und dann gibt es auch diese Dinge, ja, wenn jemand jetzt chronisch krank ist und dann natürlich das irgendwann dem Arbeitgeber mitteilt, seine Krankheit. Ja, häufig jetzt in letzter Zeit ist es aufgetaucht bei so Burnout-Geschichten, ne? Wenn jemand einen Burnout hat und dann durchaus mal irgendwie 6 oder 9 Monate raus ist.
Dann liegt dem Arbeitgeber natürlich diese entsprechende Information vor. Das ist ein sehr sensibles, besonderes, personenbezogenes Datum. Da gelten dann ganz besondere Regeln. Ne, die in Artikel 9 sind die auch relativ selbsterklärend aufgeführt und in Paragraph 26 Absatz 3 Bundesdatenschutzgesetz auch. Ich lese hier gerade noch mal eine Frage. Ja, ach so, da geht es um die Einwilligung. Genau, ich sehe hier gerade eine Frage von Herrn Busch. Da geht es um die Einwilligung in die Speicherung seiner privaten Handynummer. Da komme ich gleich noch zu. Wir besprechen die Einwilligung dann nochmal. Sie gehen schon davon aus, Herr Busch, dass das dann unwirksam ist. Da spricht vieles für, dass Sie da recht haben. Ja, da kommen wir gleich nochmal drauf. Genau, also da lesen Sie sich zu den besonderen personenbezogenen Daten einfach die Artikel 9 und Paragraph 26 Absatz 3 Bundesdatenschutzgesetz durch und dann, da ist das relativ selbsterklärend aufgeführt, was Sie da beachten müssen und wir kommen da auch nochmal zu. Ja, Verarbeitung. Ganz kurz, da will ich jetzt kein großes Fass aufmachen, weil es eigentlich sehr einfach ist. Was ist Verarbeitung? Es ist nicht so, dass Sie nur eine Verarbeitung haben, wenn Sie die Daten jetzt irgendwie speichern oder wenn Sie die Daten benutzen, um die irgendwie abzugleichen. Es ist eigentlich fast jeder Vorgang eine Verarbeitung. Also völlig egal, ob Sie die Daten irgendwie nochmal irgendwo auslesen, irgendwo abfragen, ob Sie die ordnen oder die organisieren in Ihrem System. Das ist völlig egal. Ja, und dann zum Beispiel, wenn Sie die löschen, ja, das ist auch so ein Ding. Die Löschung ist auch ein Verarbeitungsvorgang. Klar, der wird immer gerechtfertigt sein, weil Sie immer verpflichtet sind, die Daten zu löschen, wenn Sie die nicht mehr benutzen. Aber es ist, Sie können sich einfach grob merken, jeder Verarbeitungsvorgang ist eigentlich eine Datenverarbeitung oder jede Behandlung von Daten. Nur die bloße Draufsicht ist keine Verarbeitung. Also wenn Sie jetzt irgendwo, ja, liegt irgendwie da eine Akte mit dem Namen des Mitarbeiters und Sie gucken da drauf, dann ist es natürlich keine Datenverarbeitung im Sinne der DSGVO. Dann kommt hier die Frage, ob, das ist eine gute Frage, über die wir ehrlich gesagt schon viel diskutiert haben, ob der Hinweis auf die rassische Herkunft nicht schon bei weißer Hautfarbe gegeben ist. Ja, klar, das ist dieser Hinweis, ja, in Artikel 9 DSGVO mit dieser rassischen Herkunft, das ist was, das ist ein Streit in der Literatur, das ist also das ist eigentlich was, da kann man jetzt viele Doktorarbeiten drüber schreiben, ja, und wie will man da überhaupt vorgehen, um die rassische Herkunft nicht verarbeiten zu müssen, ne? Und im Übrigen ist es ja auch so, wie Sie schon sagen, wann ist diese rassische Herkunft überhaupt nicht offensichtlich, ja? Und dann ist es auch so, dass ein großer Streit, der meiner Meinung nach auch nicht zu Unrecht geführt wird, natürlich darüber besteht, war das so wichtig, das jetzt mit in die DSGVO aufzunehmen, weil das ja in keinem Fall eigentlich eine Rolle spielen darf im Beschäftigungsverhältnis schon alleine durch das allgemeine Gleichbehandlungsgesetz. Ja. Also von daher, das ist ein Punkt, da machen Sie sich nicht zu viel Gedanken, das ist natürlich völlig zu Recht in die DSGVO mit aufgenommen, wird aber praktisch nie eine Rolle spielen, weil wir hier in Deutschland das allgemeine Gleichbehandlungsgesetz haben. Dann taucht noch die Frage auf, ob bei den Informationspflichten der Punkt vertreten durch, ne, entweder bei einer GmbH oder so durch den Geschäftsführer mit angegeben werden muss. Da kommen wir gleich noch zu, wenn wir uns über die Datenschutzerklärung unterhalten. Aber vielleicht hier ganz kurz, ja, es muss der vertretende Geschäftsführer angegeben werden. So, dann das Verbotsprinzip. Ja, das ist auch sowas, das gilt im Beschäftigtendatenschutz, wie auch in den regulären oder in den anderen Datenschutzvorschriften. Ja, es ist einfach, und das ist wichtig, dass Sie sich das merken, und das ist in vielen anderen Rechtsgebieten auch so. Die Verarbeitung personenbezogener Daten ist einfach immer verboten. Es sei denn, Sie haben eine Rechtsgrundlage dafür. Ja, das heißt, erstmal dürfen Sie gar nichts machen mit den Daten. Es sei denn, Sie finden im Gesetz, also im Bundesdatenschutzgesetz oder in der DSGVO, möglichst eine Rechtsgrundlage dafür. Es gibt
In der DSGVO eine Reihe an Rechtsgrundlagen. Im Beschäftigtendatenschutz gibt es eine ganz besondere Rechtsgrundlage, die auch häufig Anwendung findet. Also zumeist, wenn Sie jetzt im Rahmen dieses Beschäftigungsverhältnisses Daten verarbeiten, wird Ihnen da der Paragraph 26 Bundesdatenschutzgesetz eine Antwort geben können. Was sagt der? Ja, der sagt, dass der regelt allgemein die Datenverarbeitung für Zwecke des Beschäftigungsverhältnisses und sagt, dass personenbezogene Daten von Beschäftigten für die Zwecke des Beschäftigungsverhältnisses verarbeitet werden dürfen, wenn das für die Entscheidung oder über die Begründung eines Beschäftigungsverhältnisses oder nach Begründung, also wenn das Beschäftigungsverhältnis dann läuft, ne, für dessen Durchführung oder Beendigung erforderlich ist. Das habe ich ein bisschen gekürzt, da stehen noch andere Sachen drin, aber das ist erstmal das Wesentliche für Sie. Also das heißt, Sie dürfen die Daten verarbeiten, wenn Sie das brauchen, um etwa jemanden einzustellen, ja, um sich zu überlegen, soll der überhaupt bei uns anfangen, etwa im Bewerbungsverfahren. Ne? Wenn dann das Beschäftigungsverhältnis begründet wird, brauchen Sie natürlich bestimmte Daten, um überhaupt den Arbeitsvertrag aufsetzen zu können, das Gehalt überweisen zu können. All das ist davon umfasst. Für die Durchführung, klar, da können ja sich ja im Laufe der Daten, des Arbeitsverhältnisses immer Situationen ergeben, in denen Sie Daten verarbeiten müssen. Also typisches Beispiel ist hier die Personalakte. Natürlich dürfen Sie die Daten verarbeiten, um im laufenden Beschäftigungsverhältnis eine Personalakte zu führen, ganz klar. Und dann natürlich auch zur Beendigung. Also wenn Sie das Gefühl haben, da ist ein Beschäftigter, der jetzt die ganze Zeit Mist macht oder irgendwie, ja, Sie würden den gern mal abmahnen, aber dafür müssen Sie natürlich Daten verarbeiten, bestimmte Leistungsnachweise oder Ähnliches auswerten, dann ist das durchaus auch von 26 Absatz 1 gedeckt. In Absatz 1 gibt es noch den zweiten Satz, der dann sagt, Sie dürfen die Daten auch verarbeiten zur Aufdeckung von Straftaten. Ja, also wenn Sie da das Gefühl haben, also tatsächliche Anhaltspunkte verlangt das Gesetz, die den Verdacht begründen, dass die betroffene Person im Beschäftigungsverhältnis eine Straftat begangen hat. Also wichtig im Beschäftigungsverhältnis, außerhalb des Beschäftigungsverhältnisses ist es natürlich nicht Ihr Bier. Ja, aber im Rahmen des Arbeitsverhältnisses eine Straftat begangen hat und die Verarbeitung zur Aufdeckung erforderlich ist. Und dann kommt der entscheidende Satz für diese Norm. Das schutzwürdige Interesse des Beschäftigten. Ja, also da geht es immer um das allgemeine Persönlichkeitsrecht. Jede Datenverarbeitung ist ja ein Eingriff in das Persönlichkeitsrecht. Wenn dieses Interesse, ja, den Zweck, den Sie damit verfolgen, nicht überwiegt, ne, und diese ganze Maßnahme im Hinblick auf den Anlass, also im Hinblick auf das, was Sie da vermuten, nicht unverhältnismäßig ist. Das ist immer eine Interessenabwägung, die Sie da führen müssen. Ja, Interesse des Betroffenen an seinem Persönlichkeitsrecht und an dem, was Sie überhaupt mit der Datenverarbeitung erreichen wollen. So. Dann haben wir, ich komme hier zu den Fragen, die hier gerade nebenbei eintrudeln, vielleicht dann am Ende mal. Ja, weil wir, sonst verliere ich so ein bisschen den roten Faden und wir machen das dann am Ende einfach gesammelt. Ich glaube, das ist für alle einfacher. Dann haben wir hier die Rechtsgrundlagen nochmal Paragraph 26 BDSG neu. Da habe ich Ihnen ja gerade erklärt, was die Voraussetzungen sind. Ja, da ist in Absatz 3 noch eine Voraussetzung, die Sie, also neben den anderen beiden, die ich eben gerade genannt habe, heranziehen können. Und das ist immer dann, dass Sie die Daten Ihrer Mitarbeiter verarbeiten dürfen, wenn die Erfüllung aus rechtlicher Sicht, also wenn Sie eine rechtliche Pflicht haben aus dem Arbeitsrecht oder aus dem Sozialgesetzbuch oder aus sonstigen Rechten der sozialen Sicherheit, ja, wenn Sie da als Arbeitgeber eine Pflicht haben, die Sie erfüllen müssen, dann dürfen Sie natürlich diese Daten verarbeiten. Gemeint damit sind solche Sachen, ja, wenn Sie jemanden haben, der Leistungen aus dem SGB in Anspruch nimmt. Das ist häufig, wenn ja, Menschen mit Behinderung vielleicht einen besonderen Arbeitsplatz kriegen, der gefördert wird und Sie das bestätigen müssen. Natürlich dürfen Sie dann diese Daten des Mitarbeiters verarbeiten. Oder wenn manchmal die Bundesagentur für Arbeit sich bei Ihnen meldet und sagt, was ist denn mit dem und dem Mitarbeiter, ist der tatsächlich gekommen? Ja, wenn die vermittelt werden in die Arbeitsverhältnisse. Natürlich dürfen Sie diese Daten dann weitergeben und verarbeiten.
Wichtig auch in dem Zusammenhang bei Paragraph 26, bei diesen ganzen Rechtsgrundlagen, die ich gerade genannt habe, ist immer die Frage, wer fällt überhaupt darunter? Ja, also Beschäftigte, wer ist das überhaupt? Ne, das ist da nochmal aufgezählt. Die Aufzählung, die ich hier nochmal aufgeführt habe, ist nicht ganz abschließend. Aber erstmal für den Bereich des Beschäftigtendatenschutzes, so wie Sie das machen, erstmal ausreichend, um das zu verstehen. Sie können das aber, wenn Sie da näheres Interesse haben, auch nochmal im Paragraphen 26 Absatz 8 nachlesen. Das ist da auch ganz einfach aufgeführt. Aber wichtig, oder mein Punkt, den ich Ihnen da zeigen wollte, ist eben, das sind klar die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, ja, die von diesem Gesetz geschützt sind und um deren Daten es geht. Dann sind das Auszubildende. Ne, das ist auch ganz wichtig, das ist häufig auch nicht klar, dass dann Mandanten sagen, ja, wir von den Arbeitnehmern, nicht nur von den Azubis. Klar, also zur Ausbildung Beschäftigte, na klar. Dann sind das Rehabilitanten, ja, dieser dritte Punkt, der da so etwas lang erklärt steht. Das heißt, wenn Sie beispielsweise von der Agentur für Arbeit mal jemand bekommen, der wieder ins Arbeitsleben eingegliedert werden soll, auch die unterfallen ganz normal dem Beschäftigtendatenschutz, ist ja klar. Und dann Personen, die wegen ihrer wirtschaftlichen Unselbstständigkeit als arbeitnehmerähnliche Person anzusehen sind. Darunter fällt ganz klar fallen alle Personen, die scheinselbstständig sind. Ja, also ich will das rechtlich jetzt gar nicht bewerten. Datenschutzrechtlich sind, wenn Sie solche Scheinselbstständigen haben, fallen die auch genauso unter fallen die dem Mitarbeiterdatenschutz. Ne? Also diese Personen, die gar nicht angestellt sind, für die auch keine Sozialversicherungsbeiträge gezahlt werden, die auf Rechnung arbeiten, aber doch regelmäßig kommen. Und da regelmäßig an einem festen Arbeitsplatz ihre Sachen machen, ne, und eben nur sich selbst versichern. Die fallen auch darunter. Und dann auch ganz wichtig, Bewerberinnen und Bewerber, ja. Also sie müssen sich auch bei Bewerbern das überlegen, wie sie da die Datenverarbeitungs- und Löschprozesse machen. Das erkläre ich Ihnen aber gleich noch, wie genau das abläuft oder ablaufen sollte vielmehr. Das waren jetzt die Grundlagen zum Beschäftigtendatenschutz aus dem Bundesdatenschutzgesetz. Sie gelten immer vorrangig, wenn Sie einen Datenverarbeitungsprozess haben und sich nicht wissen oder sich nicht sicher sind, ist der jetzt rechtmäßig oder nicht. Schauen Sie zuerst in das Bundesdatenschutzgesetz. Das ist etwas spezieller. Ja, das konkretisiert nochmal die Norm aus der Datenschutzgrundverordnung. Wenn Sie da nichts finden, dann schauen Sie in die Europäische Datenschutzgrundverordnung und gucken da in den Artikel 6. Da sind mehrere Rechtsgrundlagen aufgeführt. Ich habe mich jetzt hier auf die drei konzentriert, die für Sie am wichtigsten sein dürften. Und als erstes nehmen wir da mal die Einwilligung. Da kam ja auch schon gerade die Frage auf, wie ist es mit der Wirksamkeit der Einwilligung und in was kann da überhaupt eingewilligt werden? Das ist im Beschäftigtendatenschutz ein Problem mit der Einwilligung. Und grundsätzlich, das hatte ich eben schon angedeutet, ist diese Einwilligung von Arbeitnehmern gegenüber ihrem Arbeitgeber ist kritisch, ist schwierig überhaupt wirksam zu erteilen, ja, aufgrund dieses Ober-Unterordnungsverhältnisses. Und wir raten meistens davon ab. Es gibt wenige Fälle, in denen das geht. Ja, im Einzelnen ist es nämlich so, dass die Einwilligung immer freiwillig erteilt werden muss. Ja, das steht in der DSGVO auch so drin. Die muss freiwillig erteilt werden. Da darf kein Druck ausgeübt werden auf den Arbeitnehmer. Und da ist natürlich die Frage, wie soll das gehen? Ne? Also es ist dann nochmal eine Konkretisierung dieser Freiwilligkeit, findet sich dann nochmal in Paragraph 26 Absatz 2, wo dann auch nochmal steht, wenn wir uns angucken, ob die Einwilligung wirklich freiwillig erteilt worden ist, dann müssen wir uns immer vor Augen halten und berücksichtigen, dass in diesem Beschäftigungsverhältnis ja eine bestehende Abhängigkeit der beschäftigten Person gegeben ist zum Arbeitgeber, ja, und dass die Umstände, unter denen die Einwilligung erteilt worden ist, berücksichtigt werden muss. Und da sagt das Bundesdatenschutzgesetz, von der Freiwilligkeit können wir immer dann ausgehen, wenn ein rechtlicher oder wirtschaftlicher Vorteil erreicht wird für den Arbeitgeber. Oder die beschäftigte Person und ihr Arbeitgeber zumindest gleichgelagerte Interessen verfolgen. Das heißt, wenn jetzt der Arbeitgeber sagt, na,
Ich verbiete hier die private Internetnutzung bei uns im Büro und ich hänge hier überall Kameras auf, um zu gucken, was ihr da auf eurem Bildschirm habt. Und wenn ich sehe, dass das privat ist, dann gibt es eine Abmahnung, ja. Und ihnen dann sagt, so und darin möchten Sie bitte einwilligen, weil das darf ich aus Rechtsgründen nicht machen. Dann ist das natürlich keine wirksame Einwilligung, weil sich daraus nur ein Nachteil für den Arbeitnehmer ergeben kann. Ja? Der Arbeitnehmer hat davon überhaupt keinen Vorteil. Ja, und wie soll er da freiwillig einwilligen? Ja, was machen wir, wenn man sich mal die Gegenfrage stellt, was passiert, wenn er nicht einwilligt? Dann ist das ja, kann das gewertet werden als Art Schuldeingeständnis. Ja, oder sagt man dann, na, der ist so, das ist so ein Querulant, der ist dann erstmal beim Arbeitgeber unten durch. Also das wäre mit Sicherheit was, immer wenn es zum Nachteil des Arbeitnehmers ausgeht, wo wir davon ausgehen müssen, dass wir keine wirksame Einwilligung haben. Ein Beispiel, in dem eine Einwilligung sinnvoll ist und in denen das gut funktioniert und in denen wir auch dazu raten, ist zum Beispiel im Bewerbungsverfahren. Wir haben ja gerade gesehen, die Bewerber sind auch Beschäftigte nach dem Bundesdatenschutzgesetz. Und da ist es ja manchmal so, dass Bewerbungsverfahren gut ablaufen. Der Bewerber war auch super, aber letztendlich hat man sich dann doch für einen anderen entschieden, möchte sich den aber schon warm halten und sich zumindest nochmal bei dem melden, wenn wieder Stellen frei werden. Da kann natürlich der Arbeitgeber den Bewerber darum bitten, dass er die Bewerbung speichern darf, auch nach Ablauf des Bewerbungsverfahrens, um sich da nochmal zu melden. Denn da hat ja der Beschäftigte, zu denen ja die Bewerber zählen, hat da ja schon einen Vorteil von. Zumindest aber kann man sagen, sie haben gleichgelagerte Interessen, der Arbeitnehmer und der Arbeitgeber. Und das ist ja quasi eine Win-Win-Situation. Also spricht da nichts dagegen. Was auch zum Beispiel sehr, sehr gut mit einer Einwilligung gemacht werden kann, sind solche Sachen wie, wenn Provisionszahlungen zum Beispiel ausgezahlt werden oder wenn es um Bonuszahlungen geht, ne, dass man da sagt, wir müssen aber eure Zahlen so ein bisschen hier verarbeiten dürfen, wir müssen eure Leistungskontrolle ein bisschen intensivieren, um eine Berechnungsgrundlage zu haben für die Zahlung. Dann ist das natürlich zum Vorteil des Mitarbeiters und dann dürfen Sie natürlich da auch eine Einwilligung einholen. Dann haben Sie natürlich auch rechtliche Verpflichtungen, da haben wir eben schon mal von gesprochen, um Daten zu verarbeiten und um Daten zu speichern. Ja, das spielt zum Beispiel eine Rolle im HGB und in der Abgabenordnung. Ne? Da haben Sie unterliegen Sie als Arbeitgeber einer 10-jährigen Aufbewahrungspflicht. Ja, das betroffen davon sind so Inventare, Öffnungsbilanzen, Handelsbücher, Jahresabschlüsse und alle Unterlagen, die für die Besteuerung überhaupt von Bedeutung sind. Das müssen Sie aufbewahren, das können Sie gar nicht löschen, auch wenn Sie das gern würden. Dann Zeiterfassungen. Zum Teil können Sie auch gezwungen sein, Zeiterfassungen, also Nachweise der Zeiterfassung zu speichern. Das steht in Paragraph 16 Absatz 2 im Arbeitszeitgesetz. Wenn Sie da die werktägliche Arbeitszeit überschreiten, dann müssen diese Daten 2 Jahre aufbewahrt werden. Also diese Nachweise über die Überschreitung der werktäglichen Arbeitszeit muss 2 Jahre aufbewahrt werden nach dem Arbeitszeitgesetz. Da steht in Paragraph 41 Absatz 1 im Einkommensteuergesetz klar, dass so Lohnkonten und diese ganzen Unterlagen, die dazugehören, 6 Jahre lang aufzubewahren sind. Da kommen Sie auch nicht drum rum. Da haben Sie natürlich die Rechtsgrundlage und die Verpflichtung, das aufzubewahren. Und dann auch die Zahlung der Sozialversicherungsbeiträge. Die müssen Sie auch nachweisen können. Ja, das steht in Paragraph 28f im SGB IV. Auch da müssen Sie, wenn diese Prüfung erfolgt, die erfolgen ja relativ unregelmäßig, und bis zum Ablauf des auf die letzte Prüfung folgenden Kalenderjahres aufbewahren, diese Unterlagen. Und da es ist natürlich so, dass Sie da keine Einwilligung brauchen und da brauchen Sie auch den 26 Bundesdatenschutzgesetz nicht, sondern da haben Sie einfach diese rechtliche Erfüllung oder diese Erfüllung einer rechtlichen Verpflichtung aus Artikel 6 Absatz 1 Litera C und können das unproblematisch und müssen das unproblematisch aufbewahren. Dann auch Artikel 6 Absatz 1 Satz 1 Litera F DSGVO ist eine Norm, die sehr häufig im Mitarbeiterdatenschutz herangezogen wird. Was steht da drin? Da drin steht, dass die Verarbeitung zur Wahrung der berechtigten Interessen
des Verantwortlichen oder eines Dritten rechtmäßig ist, wenn sie zur Wahrung dieser berechtigten Interessen erforderlich ist. Das heißt, es dürfen die oder sofern die Interessen oder Grundrechte und Grundfreiheiten der betroffenen Person den Schutz personenbezogener Daten nicht überwiegen. Also das ist eine sehr, sehr lange, sehr, sehr schwammige Formulierung. Ich habe das hier mal so ein bisschen aufgedröselt, weil das eine Rechtsgrundlage ist, die für Sie natürlich in Betracht kommt. Da gucken Sie sich dann immer erstmal an, haben Sie ein berechtigtes Interesse? Also hat das Unternehmen ein berechtigtes Interesse an der Datenverarbeitung? Und ein berechtigtes Interesse ist eben immer jedes legale oder wirtschaftliche Interesse und alles, was geeignet sein kann und nicht völlig illegal ist, um diesen Zweck zu erreichen. Ja, das ist in der Regel, werden Sie da ein solches berechtigtes Interesse haben. Dann gucken Sie, ist die Datenverarbeitung auch erforderlich? Das heißt, haben wir kein weniger einschneidendes und gleich effektives Mittel zur Zweckerreichung? Also gibt es irgendwas, was die Persönlichkeitsrechte vielleicht weniger berührt und zum gleichen Ziel führt? Und dann gucken Sie, überwiegen die Interessen der Betroffenen? Ja, die Interessen der Betroffenen sind eben immer die Wahrung des Persönlichkeitsrechts des Betroffenen. Ja, und da muss man dann einfach so ein bisschen abwägen. Das ist ein bisschen Pi mal Daumen. Ja, dass man so ein bisschen guckt, was erwartet denn die betroffene Person wohl? Kann die damit rechnen, dass wir diese Datenverarbeitung machen? Oder liegt es völlig außerhalb der Vorstellungskraft? Wenn das eine völlig fernliegende Datenverarbeitung ist, spricht vieles für das in überwiegendes der betroffenen Interessen und dann eben gegen die Rechtmäßigkeit der Datenverarbeitung. Ich habe gestern einen Fall gehabt, wo mich jemand gefragt hat, ja, dürfen wir denn die Leute zum Beispiel auf irgendwelchen sozialen Netzwerken, zum Beispiel bei Xing oder so, anschreiben, wenn wir Mitarbeiter akquirieren wollen? Da ist zum Beispiel so ein Fall, natürlich erwartet die betroffene Person auch angeschrieben zu werden. Sie hat sich ja extra da angemeldet, um von Ihnen kontaktiert und angeschrieben zu werden. Natürlich erwartet sie das, vielleicht wünscht sie das auch, sonst hätte sie das wohl nicht gemacht. Da wird man dann nicht sagen können, na, das ist aber ein Eingriff in das Persönlichkeitsrecht, wenn wir diese Xing-Profile uns angucken, auswerten und dann entscheiden, wen wir da anschreiben. Natürlich erwarten und wünschen die das und insofern ist da kein Problem. Aber wenn Sie natürlich einen sehr schwerwiegenden Eingriff haben, mit dem der Betroffene nicht rechnet, dann sieht es wahrscheinlich schon wieder anders aus. Dann haben wir hier die Betriebsvereinbarung. Klar, ne? Die sind in den meisten großen Unternehmen existieren die. Und da ist es so, dass jetzt auch mit Wirksamwerden der DSGVO nach Artikel 88 DSGVO durch Rechtsvorschriften oder Kollektivvereinbarungen, und die DSGVO sagt ganz klar, dass die Betriebsvereinbarungen als Kollektivvereinbarungen in diesem Sinne zu verstehen sind. Datenverarbeitungsvorgänge können also darin festgelegt werden. Ja, dass ist nicht so ganz einfach, also weil wir natürlich Datenschutzgesetze haben. Wir haben das Bundesdatenschutzgesetz, haben Sie eben gesehen, ja, die vorrangige Rechtsgrundlage, die einfach so speziell ist, dass Sie die immer zuerst prüfen und dann die Pflichten aus der DSGVO und die Rechtsgrundlagen. Mit denen muss das natürlich konform gehen. Und dann ist immer die Frage, na, wir haben jetzt eine Betriebsvereinbarung, wir haben da bestimmte Sachen geregelt, aber was machen wir denn jetzt überhaupt, damit die wirksam wird oder wirksam bleibt, was wir da geregelt haben jetzt nach DSGVO, ja? Also wie macht man das, dass das wirklich datenschutzkonform ist und dass da nicht Daten, Sachen drinstehen, die da zwar drinstehen, deren Durchführung dann aber am Ende doch rechtswidrig wäre. Und da ist es auch so, Sie müssen diese Grundsätze einfach, die ich am Anfang schon mal genannt habe, diese allgemeinen Datenschutzprinzipien in der Betriebsvereinbarung beherzigen. Ja, also hervorzuheben ist da insbesondere der Transparenzgrundsatz. Das hatte ich ja gesagt, dass die Betroffenen genau wissen, was mit ihren Daten stattfindet, worauf die Datenverarbeitung sich stützt. Und da ist es in der Betriebsvereinbarung einfach wichtig, dass man da schon mal reinschreibt, dass diese Betriebsvereinbarung jetzt schon ein selbstständiger Erlaubnistatbestand für die Datenverarbeitung darstellt. Ja, damit die Betroffenen überhaupt wissen, ach so, hier ist die Betriebsvereinbarung, da steht das und das drin. Und infolgedessen können eben die da genannten Datenverarbeitungsvorgänge auch stattfinden. Und es reicht, wenn Sie das einfach in einem Satz da oben reinschreiben, ja? So wie wir das jetzt geschrieben haben, also
Ja, meinetwegen, die Betriebsvereinbarung kann einen selbstständigen Erlaubnistatbestand für die Datenverarbeitung darstellen. Dieser Satz würde reichen, damit das einmal transparent gemacht ist. Dann die anderen Datenschutzprinzipien, das ist jetzt dieselbe Folie, die ich am Anfang schon mal hatte, ja, über die wir gesprochen haben, ne? Transparenz, also Sie müssen das natürlich nachvollziehbar alles da reinschreiben, Sie müssen auch die Zwecke festlegen und trotzdem nochmal sagen, na, wir speichern das aber natürlich nicht länger als nötig. Diese ganzen Sachen müssen da mit drinstehen. Dann auch wichtig, ja, diese Datenschutzprinzipien, die ich Ihnen da gerade nochmal gezeigt habe. Die müssen in der in der Betriebsvereinbarung, Entschuldigung, müssen die beherzigt werden. Also es nützt auch nichts. Wir kriegen häufig Betriebsvereinbarungen vorgelegt und sollen die prüfen, wo dann, um der DSGVO gerecht zu werden, einfach nochmal diese Prinzipien aufgezählt werden. Und im Übrigen sind wir transparent und halten uns an die Zwecke und an die Datenminimierung. Das nützt nichts. Das muss eben tatsächlich beherzigt werden. Ja, also wichtig ist, dass Sie wirklich diese ganze Betriebsvereinbarung transparent ausgestalten, dass Sie die Formulierung so wählen, dass das jeder verstehen kann. Dass wirklich auch nicht da Datenverarbeitungsvorgänge drinstehen, die gar nicht mehr erforderlich sind für den Zweck, worüber wir gesprochen haben, ja, über die Datenminimierung, nicht mehr Daten als notwendig, dass das wirklich in tatsächlicher Hinsicht umgesetzt wird und nicht einfach da aufgezählt wird, wir halten uns an das und das und dann passt das schon. Das passt in der Regel nicht. Und dann auch ganz wichtig, wir haben das Bundesdatenschutzgesetz, den Paragraphen 26 insbesondere für ihn und das Niveau der Datenschutzgrundverordnung und diese beiden Datenschutzniveaus, die dürfen auf keinen Fall unterschritten werden. Also Sie können jetzt nicht, um bei dem Beispiel zu bleiben mit der Videokamera, die da aufgehängt wird, um die Bildschirme zu überwachen, das da einfach reinschreiben, weil Sie keine Rechtsgrundlage finden. Das geht natürlich nicht. Sie müssen sich schon an die Anforderungen des Bundesdatenschutzgesetzes und der DSGVO, an die müssen Sie sich schon halten. Wichtig ist dann auch, wir haben nach der DSGVO Betroffenenrechte, die wir früher hatten, weit hinausgehen jetzt seit Mai. Informationspflichten haben Sie, die Sie erfüllen müssen. Und auch die müssen im Einklang mit der Betriebsvereinbarung stehen. Das heißt, wenn Sie in der Betriebsvereinbarung bestimmte Datenvorgänge regeln, Datenverarbeitungsvorgänge, müssen die auch in der Datenschutzerklärung, die die Mitarbeiter bekommen, natürlich berücksichtigt werden. Ja. Sie können das in der Betriebsvereinbarung machen. Das heißt, Sie können der Betriebsvereinbarung als Anlage in der Datenschutzerklärung anfügen. Sie können das auch über sonstige Informationsblätter machen, die Sie verteilen. Sie können das auch in der allgemeinen Datenschutzerklärung für Mitarbeiter machen. Da sind Sie nicht festgelegt. Da kommt es, und das ist hier der letzte Punkt auf der Folie, eben immer auf ein vollständig und transparent umgesetztes Gesamtkonzept an. Das ist wichtig, dass man insgesamt sagen kann, okay, die Datenschutzerklärung im Zusammenhang mit der Betriebsvereinbarung und dem Merkblatt, ja, wenn das alles schön gesammelt, dem Mitarbeiter vorgelegt worden ist, daraus kann er sich schon ein Bild von den Datenverarbeitungsvorgängen machen. Genau, jetzt haben wir so viel über die Datenschutzinformation gesprochen. Jetzt zeige ich Ihnen mal, wie die konkret auszusehen hat. Auch das ist jetzt nicht viel Neues. Also Sie haben mit Sicherheit ja eine Datenschutzerklärung für Kunden oder für Käufer oder was auch immer Sie in Ihrem Unternehmen machen, für Website-Besucher, für einen Online-Shop, da werden Sie eine Datenschutzerklärung haben. Und die für die Mitarbeiter sehen nicht viel anders aus. Also das ist vom Inhalt her dasselbe. Das richtet sich beides nach Artikel 13 Absatz 1. Ja, das heißt Name und Kontaktdaten des Verantwortlichen sowie gegebenenfalls des Vertreters. Das war die Frage, die vorhin einmal gestellt wurde. Wenn Sie eine GmbH sind beispielsweise, müssen Sie reinschreiben, Verantwortlicher ist die XXX GmbH, vertreten durch den Geschäftsführer, ja, Max Mustermann. Das muss da mit aufgeführt werden. Dann, wenn Sie einen Datenschutzbeauftragten haben, also wenn mindestens in der Regel 10 Personen ständig mit der automatisierten Verarbeitung von personenbezogenen Daten beschäftigt sind, dann brauchen Sie einen Datenschutzbeauftragten. Wenn Sie den haben, auch da die Kontaktdaten einmal nennen. Und dann ganz wichtig, die Zwecke wieder, für die die personenbezogenen Daten verarbeitet werden. Ja, also zum Beispiel könnten Sie dann da reinschreiben, zum Zwecke der Lohn- und Gehaltsabrechnung.
Ja, speichern wir Ihre Daten so und so lange und bewahren die dort auf. Na, und dann die Rechtsgrundlage, Sie sind ja, haben wir eben gesehen, verpflichtet, diese Abrechnungsdaten zu behalten. Und dann würden Sie schreiben, Rechtsgrundlage ist Artikel 6, Absatz 1, Satz 1, Litera C, wo eben drin steht, zur Erfüllung dieser rechtlichen Pflichten in Verbindung dann eben mit der rechtlichen Pflicht, also mit 147 Abgabenordnung oder was immer da in Betracht kommt. Wenn Sie die Datenverarbeitung auf ein berechtigtes Interesse stützen, dann müssen Sie auch sagen, was das berechtigte Interesse ist. Also wenn Sie beispielsweise sagen, na, wir machen von unseren Mitarbeitern, stellen wir Fotos online mit einer Kontaktadresse, damit die Kunden sich an diese Mitarbeiter wenden können, dann sagen Sie eben, na, wir haben das berechtigte Interesse, uns auf der Website vorzustellen, und den Kundenkontakt mit Ihnen herzustellen und auch unsere Mitarbeiter vorzustellen. Das müssen Sie dann so einmal als berechtigtes Interesse damit reinschreiben. Dann klar, falls Sie die Daten weitergeben, die Empfänger auch der personenbezogenen Daten, kann ja sein, dass Sie die an eine Personalvermittlungsagentur oder so, ist ja möglich, weitergeben, dann müssen da auch die Empfänger mit drinstehen. Und dann eben auch die Dauer der Datenspeicherung. Da kommen wir gleich nochmal zu. Wie lange dürfen die, da haben wir nochmal einen extra Punkt. Ja, bestehen von Betroffenenrechten. Klar, die Betroffenen haben natürlich das Recht, darüber Auskunft zu erlangen und so ganz normal wie bei den üblichen Datenschutzerklärungen auch. Ja, das Widerrufsrecht bei einwilligungsbasierter Datenverarbeitung und natürlich auch, dass sie sich bei der Aufsichtsbehörde beschweren können. Aber das ist alles nichts Besonderes für was jetzt auf Beschäftigte gemünzt ist, sondern das sind die allgemeinen Grundlagen der Datenschutzinformation. Wichtig ist nur, und das ist immer der Punkt, was häufig schief geht, wenn Unternehmen die Datenschutzerklärung für Mitarbeiter machen, dass da wirklich jedes Fitzelchen, also wenn Sie auch sagen, Sie haben bestimmte Softwareprogramme, die Sie nutzen, zu denen den Mitarbeitern ein Account eingerichtet wird beispielsweise, und dann müssen die sich da mit Namen und Passwort und E-Mail-Adresse anmelden, dann muss auch darauf hingewiesen werden. Also dass Sie da wirklich kleinteilig vorgehen und sich genau bewusst machen, was machen wir überhaupt mit den Mitarbeiterdaten und wo überall tauchen die auf. Genau, dann die Speicherdauer, die müssen Sie ja angeben in der Datenschutzerklärung. Und da ist immer das Problem, ja, wir haben grundsätzlich den Artikel 17 DSGVO und auch diesen Grundsatz der Datensparsamkeit, dass Daten eben immer gelöscht werden müssen, wenn sie nicht mehr für die Zwecke, für die sie mal erhoben wurden, erforderlich sind. Ja, da haben wir jetzt ja an mehreren Stellen schon drüber gesprochen. Und das Problem ist aber gleichzeitig haben Sie ja diese gesetzlichen Aufbewahrungsfristen, ne, wovon wir eben gesprochen haben mit der Rechtsgrundlage für die Speicherung in Artikel 6 Absatz 1 Satz 1 Litera C DSGVO. Ne, die Beispiele sind wieder dieselben, weil das auch fast abschließend ist. Ja, was machen Sie da? Und da ist es natürlich so, der Artikel 17 ist ja gar nicht erfüllt. Sie sind ja noch notwendig. Die Datenspeicherung ist ja noch notwendig, solange Sie an diese Rechtsgrundlage und an diese Aufbewahrungsfristen gebunden sind. Das heißt, da richten Sie sich schlicht danach, was für Aufbewahrungspflichten Sie aus anderen Gesetzen haben. Und erst nach Ablauf dieser Aufbewahrungspflichten gilt dann wieder der Artikel 17, der sagt, naja, alles löschen, was Sie nicht mehr brauchen. Schwierig ist auch immer, und das war in der Literatur, jetzt ist es jetzt viel beackert worden, dieses Feld, sind die Bewerberdaten. Wie lange dürfen Sie überhaupt die Daten eines Bewerbers speichern? Ich habe eben das Beispiel gebracht, dass Sie sich da eine Einwilligung holen, dahingehend, dass Sie die Daten noch über das Bewerbungsverfahren hinaus speichern können, weil Sie vielleicht nochmal auf ihn zugehen wollen. Dies ist natürlich dann mit der Einwilligung abgegolten. Das ist dann okay, das speichern Sie dann. Aber was ist, wenn jetzt ein Bewerber abgelehnt worden ist, der gerne zu Ihnen möchte, wo Sie aber schon wissen, auf gar keinen Fall stellen wir den ein? Ja, der braucht überhaupt nicht wiederzukommen, das war nichts. Dann kann es ja sein, dass dieser Bewerber sagt, naja, nach Paragraph 15 Allgemeines Gleichbehandlungsgesetz möchte ich da jetzt Schadensersatz haben, weil ich fühle mich ungleich behandelt. Meinetwegen, ja, weil das eine Frau war und sie sagt, na, sie haben hier zwei Männer eingestellt und ich als Frau wurde übersehen oder aus sonstigen Gründen, ja. Möglicherweise war das ein Ausländer und der hat das Gefühl, es lag so ein bisschen an seiner Herkunft, dass sie den nicht berücksichtigt haben. Dann kann der natürlich, möglicherweise auch vollkommen zu Recht, da auf Schadensersatz klagen.
diesen Anspruch oder diese Tatsache, dass er da Schadensersatz haben möchte aufgrund einer Ungleichbehandlung, die muss er innerhalb einer Frist von 2 Monaten schriftlich bei Ihnen geltend machen. Das heißt, er müsste sich jetzt 2 Monate nach diesem Bewerbungsverfahren bei Ihnen melden und sagen, so, ich fühle mich ungerecht behandelt, ich möchte Schmerzensgeld oder Schadensersatz, je nachdem. Wenn nach diesen 2 Monaten nichts gekommen ist, dann müssen Sie diese Daten löschen. Ja, dann ist, er hat grundsätzlich noch eine Klagefrist, ne, die geht 3 Monate vor dem Arbeitsgericht, vor dem Arbeitsgericht, um seinen Anspruch geltend zu machen. Die Klage wird aber abgewiesen werden, wenn er innerhalb von diesen 2 Monaten Ihnen diesen Anspruch nicht gegenüber geltend gemacht hat. Das heißt, wenn Sie nach 2 Monaten nichts von dem gehört haben, ist völlig unabhängig von der Klagefrist, die dann folgt, weil die Klage so ohnehin unzulässig wäre, ist nach 2 Monaten diese Bewerbung einfach mit allen Daten zu löschen. Da hat sich in der Praxis jetzt so ein Toleranzzuschlag von 1 Monat etabliert, weil man nicht weiß, hält der das ein, wie lange dauern überhaupt die Postwege. Das kann ja auch sein, ja, dass das mit dem Poststempel alles stimmt, aber dass die Post zu spät geöffnet worden ist. Ja, also sagt man, okay, dann machen wir 1 Monat Toleranzzuschlag, aber dann ist wirklich Schluss. Ja, das heißt also, 3 Monate nach diesem negativ ausgegangenen Bewerbungsverfahren müssen die dann wirklich allerspätestens gelöscht werden, die Bewerbung. Ausnahme, der Bewerber hat eingewilligt. Dann auch noch eine ganz große Frage ist die Aufbewahrung von Mitarbeiterdaten nach Beendigung des Arbeitsverhältnisses. Ja, völlig egal, ob jetzt jemand ausgeschieden ist, weil er gekündigt hat oder weil ihm gekündigt wurde oder weil er in Rente gegangen ist. Es muss erstmal alles gelöscht werden. Ausnahme wieder die gesetzlichen Aufbewahrungsfristen. Wenn Sie zum Beispiel eine betriebliche Altersvorsorge haben, dann können Sie natürlich nicht alles löschen. Dann müssen Sie für die nächsten 30 Jahre alle Daten, die im Zusammenhang mit dieser betrieblichen Altersvorsorge stehen, natürlich aufbewahren. Ja, das Gleiche, wenn Sie diese gesetzlichen Aufbewahrungsfristen haben. Natürlich müssen auch Lohnabrechnungen aus dem letzten Jahr von Mitarbeitern, die ausgeschieden sind, dem Finanzamt vorgelegt werden. Selbstverständlich. Ne, auch bei Einwilligung wieder, das hatten wir schon. Und dann eben immer zu beachten, wenn ein Mitarbeiter ausscheidet, kann natürlich eine gerichtliche Auseinandersetzung nicht ausgeschlossen werden. Die gesetzliche Verjährungsfrist beträgt immer 3 Jahre. Also angenommen, es kommt ein Mitarbeiter und sagt, also am letzten Tag, den ich hier hatte, da hat mich der Chef so angerempelt, da habe ich 3 blaue Flecken am Arm und ich möchte dafür jetzt Schmerzensgeld haben. Dann hat er 3 Jahre Zeit, diesen Anspruch geltend zu machen. Ja, und Sie müssen sich natürlich gegebenenfalls dagegen verteidigen. Ja, das heißt also, Sie müssen diese Verjährungsfrist von 3 Jahren abwarten, bevor Sie Daten löschen, die Sie eventuell bräuchten, um sich dagegen nochmal zu verteidigen. Ja, was für Daten das sind, ist natürlich im Vorhinein auch schwierig zu sagen, weil man ja nicht weiß, womit der ausgeschiedene Mitarbeiter kommt. Ja, kommt der damit und sagt, ich bin bei der Arbeit geschlagen worden, ich möchte Schadensersatz? Oder kommt der und sagt, ich bin da an dem und dem Tag die Treppe runtergefallen und der Arbeitgeber hat das Geländer nicht fachgerecht festgeschraubt. Man weiß nicht, womit der kommt. Und deswegen raten wir schon dazu, einfach alles erstmal zu speichern, um das hinterher noch nachvollziehen zu können. Ja, und da wird Ihnen auch keine Aufsichtsbehörde, wenn die kommen und kontrollieren und sagen, warum haben Sie denn hier noch die ganzen Daten von Mitarbeitern, die seit 2 Jahren nicht mehr hier sind? Wenn Sie so argumentieren, denke ich, kann die Aufsichtsbehörde da auch nicht ernsthaft was gegen haben. So, dann habe ich jetzt hier ein paar Einzelfragen, bevor ich mich dann nochmal den Fragen widme, die Sie hier im Chat noch gestellt haben. Ja, da sind wir bei der Kontrolle der privaten Internetnutzung am Arbeitsplatz, weil das auch immer wieder auftaucht. Und Sie werden sehen, dass wir jetzt bei diesen 3 Fragen, die ich hier mal rausgesucht habe, und es wird Ihnen auch im Laufe des Webinars schon aufgefallen sein, dass es nie ein Ja, das geht oder ein Nein, das geht nicht gibt, sondern das ist immer so Pi mal Daumen. Das ist immer, müssen wir mal die Interessen abwägen, müssen wir mal in uns gehen und mal gucken, ob das wirklich geht. Und da ist auch mein ganz Ratschlag für Sie, den Sie vielleicht allgemein ein bisschen mit heranziehen können zu so Bewertung, wenn Sie das Gefühl haben
Oh, da sind wir aber echt übers Ziel hinausgeschossen. Dann ist das meistens auch so. Und dann ist es meistens auch so, dass die Datenverarbeitung dann nicht erlaubt ist. Wenn Sie aber das Gefühl haben, na, das passt schon. Ich meine, hier liegt ein Riesending vor und wir machen wirklich ein Minimum an Überwachung, dann wird das auch nach Datenschutzrecht meistens zulässig sein. Also da ist echt Fingerspitzengefühl gefragt, weil das Gesetz da eben keine eindeutigen Ja- oder Nein-Antworten gibt. Ja, ich zeige Ihnen das mal hier mit der Kontrolle der Internetnutzung am Arbeitsplatz, immer vorausgesetzt, die private Internetnutzung ist verboten. Ja, dann haben wir hier den 26 Absatz 1. Ja, können Sie das überwachen, die private Internetnutzung? Und wenn ja, wie? Ne, und da ist wieder diese, habe ich nochmal die Norm zitiert, ja, wenn das zur Durchführung des Beschäftigungsverhältnisses erforderlich ist, dann dürfen Sie grundsätzlich da erstmal eine Überwachungsmaßnahme durchführen. Ja, Frage ist aber natürlich der Umfang der Überwachung. Also wenn Sie sagen, ich möchte den Mitarbeiter abmahnen, der hängt die ganze Zeit nur im Internet, der schafft nichts, dann ist das mit Sicherheit zur Durchführung des Beschäftigungsverhältnisses und möglicherweise auch zur Beendigung erforderlich. Ja, na klar. Dann ist aber immer noch die Frage, ist diese Maßnahme an sich in ihrer konkreten Ausgestaltung erforderlich? Und da ist eben immer diese Einzelfallbetrachtung, von der ich gerade gesprochen habe. Ja, das hängt immer von der konkreten Einzelfallmaßnahme ab. Ja, da hat jetzt hier zum Beispiel in diesem Fall, das ist diese Keylogger-Entscheidung des Bundesarbeitsgerichts, also Key wie Schlüssel. Und da ist es so, ich habe das jetzt ein bisschen abgewandelt, damit das etwas einfacher zu verstehen ist. Das können Sie sich aber mal durchlesen, die Keylogger-Entscheidung. Da ist es so, dass das Arbeitsgericht gesagt hat, na ja, also Sie können vielleicht die Browserverläufe oder vielleicht oben in der Chronik vorübergehend mal ein, zweimal speichern, stichprobenartig, um zu gucken, ob die sich an dieses Verbot halten. Ja, wichtig eben immer nicht mehr Daten als benötigt werden. Also in dem konkreten Fall, der dem Arbeitsgericht hier vorlag, war es nämlich so, die haben die kompletten Tastatureingaben gespeichert des Mitarbeiters, die haben die kompletten Browserverläufe mit Bildern gespeichert, alles, was der sich angeguckt hat über Wochen und konnten dann auswerten, was hat er überhaupt eingegeben in seinen Tastaturen und was hat er sich angeguckt. Das war natürlich nicht mehr erforderlich, um zu gucken, ob jemand privat im Internet surft. Da hätte es vollkommen ausgereicht, hat das Gericht gesagt. Etwas vereinfacht stelle ich das jetzt dar. Naja, stichprobenartig kann man das machen. Sie können ja oben ab und an mal in die Chronik gucken. Ja, und Sie müssen natürlich gucken, sind weniger einschneidende Mittel überhaupt ausgeschöpft? Also haben Sie den Mitarbeiter überhaupt mal angesprochen und mal gesagt, sag mal, was machst du eigentlich? Man kann ihn ja auch erstmal fragen. Ja, vielleicht gibt er ja freiwillig Daten raus. Man kann ja auch sagen, was machst du eigentlich den ganzen Tag so im Internet? Ja, vielleicht versuchen kann man es. Ja, also immer bei diesen ganzen Sachen stichprobenartig. Ja, das ist den Gerichten immer wichtig gewesen und nicht mehr als nötig. Also schauen Sie, dass Sie da vielleicht nicht die Kamera aufstellen, dass Sie nicht jegliche Tastatureingaben speichern. Zweiter Punkt, auch Videoüberwachung habe ich gerade schon aus dem Augenwinkel gesehen. Da kam noch eine Frage zu. Auch die kann natürlich zur Durchführung des Arbeitsverhältnisses erforderlich sein. Na klar, ne, wenn zu bestimmten, ja, was haben wir da? Ja, wenn wir jetzt sagen, wir haben ein Unternehmen, was viel mit Chemie und Chemikalien arbeitet. Und wir müssen da ein bisschen die Arbeitsräume überwachen, weil wir nicht wissen, wenn da mal Dampf austritt oder wenn da mal ein Schwelbrand ist. Das muss einfach gesehen werden. Natürlich ist es dann erforderlich. Und auch da wird es dann wieder auf Paragraph 26 Bundesdatenschutzgesetz gestützt. Und auch da muss wieder der Grundsatz der Erforderlichkeit eingehalten werden. Ja? Ist die Videoüberwachung das mildeste Mittel aller zur Verfügung stehenden Mittel und ist die Kamera auch verhältnismäßig eingesetzt? Da habe ich Ihnen hier mal so aufgeführt, wie man das so prüfen würde, ja. Wenn Sie mit der Überwachung natürlich Zwecke erreichen wollen, die den Betroffenen zugutekommen, wie bei meinem Beispiel mit dem Chemiedämpfen eben. Natürlich spricht das dann für die Videoüberwachung, ne? Und ist der Zweck präzise festgelegt? Klar, pro Videoüberwachung. Wir haben eine Gefährdungslage, die wahrscheinlich abgewägt werden kann damit. Auch das wäre wieder für die Videoüberwachung. Und ganz unten nochmal das, was ich eben schon sagte, das ist alles temporär und nicht dauerhaft, ja, stichprobenartig. Na klar, das spricht immer dafür, dass die Videoüberwachung wirklich verhältnismäßig eingesetzt wird. Dagegen spricht dann immer,
Ja, dass das System eine Aufzeichnung ermöglicht. Also ist das eine Videoüberwachung, wo jemand hintersieht und Live-Bilder sieht, oder wird das wirklich gefilmt und gespeichert? Dann ist es so, dass man sagt, na, da ist schon dann das Betroffenenrecht oder das Persönlichkeitsrecht der Betroffenen, wenn er wirklich gefilmt wird mit einer Kamera und die Bilder gespeichert werden, ist dann natürlich schlecht. Ne, das System erfasst biometrische Merkmale. Gibt es teilweise Kameras, die den Augenabstand messen, alles Mögliche. Das ist natürlich völlig übertrieben, wenn Sie gucken wollen, wer sich auf dem Gang auf und ab bewegt. Da müssen Sie nicht biometrische Kameras aufstellen. Dann auch immer schwierig bei Videoüberwachungen sind Kameras, die fernsteuerbar sind. Also Sie können ranzoomen, ja. Wenn Sie ein Großraumbüro überwachen, was sowieso schon schwierig ist, aber angenommen, das wäre zulässig, weil da irgendwelche Gefahren im Raum stehen und Sie haben eine Kamera, mit der Sie so nah an den Bildschirm der Betroffenen zoomen können, dass Sie sehen können, was der da macht, ist es natürlich auch schwierig. Oder Sie können sich die Gesichter ranzoomen und mal kontrollieren, ja, ob die Mitarbeiter heute auch Haare gewaschen haben, so ungefähr. Das geht natürlich auch nicht. Verdeckte Videoüberwachung auch immer ganz schwierig. Also das können Sie sich grundsätzlich merken, das wird kaum mal rechtmäßig sein. Und wenn die Videoüberwachung durch externe Firmen passiert, das ist auch immer schwierig, weil natürlich dann noch ein Dritter Zugriff hat. So, letzter Punkt, und dann komme ich zu Ihren Fragen, ist dann die Zeiterfassung, Zugangskontrolle. Da kann ich Ihnen wieder leider nicht antworten, ja, nein, können Sie so machen, können Sie nicht machen, sondern auch da wieder. Ja, natürlich ist es unerlässlich, eine elektronische Arbeitszeiterfassung zu haben und Anwesenheits- und Abwesenheitszeiten zu kontrollieren in manchen Betrieben. Natürlich. Und natürlich müssen Sie auch eine Zugangskontrolle haben und gucken, wer kommt überhaupt rein und raus. Aber es muss wieder erforderlich sein. Das ist wieder die Grenze. Alles, was über die Erforderlichkeit hinausgeht, geht nicht mehr. Das heißt, Sie können natürlich bei der Zeiterfassung und Zugangskontrolle erfassen, ist abstrakt jemand krank, also abwesend wegen Urlaub oder Krankheit. Konkret erfassen dürfen Sie natürlich nicht den Befund. Was hat der überhaupt? Ja. Sie dürfen auch keine Bewegungskontrolle oder so eine Profilbildung einfach machen. Es gibt Firmen, die haben dann geguckt, wer hat sich im Gebäude wo bewegt mit seiner Chipkarte, ist wo rein, wo raus und hat dann wie lange in welchem Raum verbracht. Das geht natürlich auch nicht, wenn Sie überhaupt keinen Anlass haben, wenn Sie das einfach nur mal wissen wollen. Und auch da wieder Zugangskontrolle mit biometrischen Daten. Also ob jetzt ein Eisladen, der eine Kugel Eis verkauft, seinen Mitarbeitern einen Fingerabdruck zur Türöffnung abnehmen muss, ist natürlich auch wahrscheinlich mit Nein zu beantworten. Ja, also da auch wieder Pi mal Daumen. Mehr kann ich Ihnen da nicht auf den Weg geben. Das sind immer Einzelfallabwägungen, immer gucken, was ist erforderlich. Schießen wir hier ja mit Kanonen auf Spatzen sozusagen oder ist das alles noch Zweck und Mittel in einer bestimmten Relation zueinander. So, jetzt will ich mal schnell, bevor es hier 10 oder 11 Uhr wird, mich mal der Fragen widmen, die noch kamen. Das waren ja doch einige. Ich gucke mal ganz schnell. Also da ist einmal die Frage, ich hatte ja ein paar schon beantwortet. Ja, da ist hier die Frage, teilweise, Moment, das ist eine sehr lange Frage. Genau, da ist die Frage nach Bewerbung und so, ob man das nach Geschlecht und Postleitzahl und so auswerten kann und ob da dann Personenbezug vorliegt. Also Personenbezug liegt vor, sobald Sie einen Klarnamen verwenden, ne? Sobald derjenige weiß, das war Lieschen Müller aus Bayern, hat sich da beworben, weiblich, dann sind es personenbezogene Daten. Wenn es jetzt allerdings so weit geht, dass Sie sagen, ja, wir gucken nur so grob, machen wir die Postleitzahlen. Bei Großstädten ist natürlich der Personenbezug noch eher weniger gegeben, als wenn Sie ein Dorf haben, wo natürlich die Postleitzahl das ganze Dorf umfasst und das Dorf möglicherweise nur 5 Häuser hat. Dann kann unter Umständen auch mal die Tatsache, dass jemand mit der und der Hausnummer beispielsweise und blonden Haaren und 2 Kindern irgendwas gemacht hat. Wenn das nur eine Person in dem Dorf ist, hat das natürlich auch schon Personenbezug. Ne? Aber grundsätzlich, wenn Sie sagen, die Klarnamen werden rausgelassen, ist das erstmal kein Personenbezug. Wenn Sie sagen, die Klarnamen bei den Bewerbern, die ausgewertet werden, sind noch drin, dann ist das personenbezogen und dann brauchen Sie eine Rechtsgrundlage, und natürlich einen bestimmten Zweck, zu dem Sie das machen. Ja, dann kommt die Frage, das ist eine gute Frage.
von dem Herrn Theil, der sagt, es gibt ja auch europarechtswidrige Normen des neuen Bundesdatenschutzgesetzes, ja, die gar nicht so umgesetzt worden sind, wie die DSGVO das vorgesehen hat. Zum Beispiel, genau das war auch mein Beispiel bei der Videoüberwachung, Paragraph 4. Ja, stellt man da jetzt nur auf die DSGVO ab oder wendet man das Bundesdatenschutzgesetz an? Das ist eine sehr gute Frage. Wir weisen die Mandanten darauf hin, dass Paragraph 4 BDSG neu wohl nicht DSGVO-konform ist und wenden dann die DSGVO an. Ja, es gibt aber auch viele Stimmen, die sagen, na gut, aber Bundesdatenschutzgesetz steht da jetzt. Solange das Bundesdatenschutzgesetz existiert, wird eben auch das Bundesdatenschutzgesetz angewandt. Nur wenn natürlich man eine Norm anwendet, die europarechtswidrig ist und man das weiß, ist es genauso schwierig. Also das ist eine ganz, ganz schwierige Frage. Das klären wir meistens im Gespräch mit den Mandanten und weisen sowohl auf das eine als auch auf das andere Risiko auch hin. Mit der großen Problematik, dass es dazu keine Entscheidung gibt bisher, ne? Und wir natürlich immer nur abraten können, wie die Gerichte und Behörden sich da entscheiden würden. So, dann kommt die Frage, genau, ob Sie das richtig verstanden haben, dass Sie Einwilligung von Mitarbeitern anfragen müssen, um Bonuszahlungen vorzunehmen. Nein, das war nur ein Beispiel. Das ist genau das, was Sie hier auch schon sagen. Aus buchhalterischen Gründen müssen Sie die Daten vorhalten. Natürlich müssen Sie da keine Einwilligung abfragen. Das war von mir nur ein Beispiel dafür, wann Sachen zugunsten der Arbeitnehmer sind und wann zu Ungunsten. Aber das müssen Sie grundsätzlich nicht, nein. Das ist ja auch Teil des Arbeitsverhältnisses. Wenn Sie im Vertrag stehen haben, Sie kriegen eine Bonuszahlung, dann müssen Sie ja schon allein, um den Vertrag zu erfüllen, die Bonuszahlung auch berechnen. Das war, nein, das war nur ein sehr einfaches Beispiel von mir, was ich gewählt habe. Ja, dann ist die Frage, ob in der Datenschutzerklärung nach Artikel 13 jedes Mal ausgefüllt werden muss, ob die Verarbeitung jetzt vertraglich erforderlich ist oder nicht. Ja, das ist so, also die Datenschutzerklärung muss ja transparent sein. Und wenn wir da jetzt jedes Mal seitenlange Ausführungen, ob das jetzt vertraglich erforderlich ist oder nicht und was passiert, wenn nicht, dann würde ja diese Datenschutzerklärung auch irgendwann wieder intransparent werden. Wir neigen dazu, dann einfach zu sagen, naja, wenn das vertraglich erforderlich ist, dann schreiben wir es rein. Wenn es nicht vertraglich erforderlich ist, wir haben ja die anderen Rechtsgrundlagen, dann können wir es auch dabei belassen, dass wir sagen, aus dem und dem Grund erheben wir die Daten. Aber wenn man das tausendprozentig machen wollen würde, dann müsste man das schon jedes Mal ausfüllen, ja. Aber da auch immer die Frage, ne, wird eine längere Datenschutzerklärung dadurch transparenter, dass sie lang ist? Das ist eben das ganz große Problem daran. So, dann wird gefragt, wenn im Lager Kameras aufgestellt werden, die die Ein- und Ausgänge überwachen oder Taschenkontrollen stichprobenartig gemacht werden, ob man dazu eine Betriebsvereinbarung braucht. Also wenn Sie Das ist eben das, was ich sagte. Wenn Sie im Lager Kameras aufstellen, die einen Ausgang überwachen, ist ganz maßgeblich, da kann ich so nicht drauf antworten, ist der Zweck, aus dem Sie das machen. Also sind da oft Diebstähle oder andere Straftaten vorgekommen oder kommt es da häufig zu Unfällen oder aus welchem Grund überwachen Sie das überhaupt und aus welchem Grund machen Sie diese Taschenkontrollen überhaupt? Also die Taschenkontrollen halte ich für schwierig, weil das ja schon ein großer Eingriff ins Persönlichkeitsrecht ist. Wenn da jetzt aber jeden Tag vermehrt Diebstähle passieren und dann Taschenkontrollen stichprobenartig durchgeführt werden, könnte man vielleicht sagen, ja, na gut, anhand dieser großen Verluste durch die Diebstähle ist es vielleicht erforderlich, aber da muss man auch im Einzelfall abwägen. Das ist ganz schwierig, da eine konkrete Antwort zu geben. So, und dann wird hier die Frage gestellt, ob in den Informationspflichten jede einzelne Anwendung, in der Mitarbeiter sich anmelden können, aufgeführt werden muss. Also genau, das ist das, was ich sagte. Das ist sehr viel mitunter. Also wir haben teilweise Datenschutzinformationen für Mitarbeiter, in denen dann 10, 20 verschiedene Anwendungen stattfinden. Aber ja, das müssen Sie schon einmal aufführen, wenn die Daten da eben für die Anmeldung zu einer Software erhoben werden und die natürlich bei dem Betreiber der Software oder wer auch immer da die Authentifizierung macht, dann muss das alles mit angegeben werden, ja.
Genau, dann kommt die Frage, die Speicherdauer, ja, ob man auch 10 Jahre als Speicherdauer und Verjährungsfrist zugrunde gelegt werden können. Die Frage rührt wahrscheinlich daher, weil im Deliktsrecht eine 10-jährige Verjährungsfrist gilt. Das ist eine Frage, die wir uns auch schon oft gestellt haben und die in der Literatur auch häufig diskutiert wird. Das Problem dabei ist im Grunde schon, klar, es gibt eine 10-jährige Verjährungsfrist. Sie wissen nicht, wer sie weswegen noch verklagt. Deswegen müssten Sie das 10 Jahre aufbewahren. Die Literatur neigt dazu allerdings jetzt, und das ist wohl auch herrschend zu sagen, naja, aber dann, wir können nicht alle Daten erstmal 10 Jahre aufbewahren, dann wird ja gar nichts mehr gelöscht. Dann wird ja jetzt alles 10 Jahre aufbewahrt, immer mit dem Argument, naja, aber der könnte uns ja 10 Jahre lang noch wegen irgendwelcher Kinkerlitzchen verklagen aus Deliktsrecht. Und da sagt die Literatur, also wenn Anhaltspunkte bestehen dafür, wenn sie, ja, wenn es einen Grund gibt zu glauben, der verklagt sie nochmal aus Deliktsrecht, woher auch immer sie das wissen sollen. Ich halte das für Quatsch, aber das ist das, was herrschend ist. Wenn sie da einen Anhaltspunkt haben und sagen, na, ich glaube, der kommt nochmal, dann dürfen sie die entsprechenden Daten, die sie voraussichtlich zur Rechtsverteidigung brauchen, speichern, ansonsten aber nicht. Ist schwierig. Also ich wüsste nicht, was diese Anhaltspunkte sein sollten. Das wissen Sie ja im Vorhinein nicht, wer Sie wegen was verklagt. Aber das ist der herrschende Tenor im Moment. Ja, dann ist die Frage Videoüberwachung in der Stempeluhr okay. Auch da kann ich wieder nur sagen, ja, so ein bisschen Zweck-Mittel-Relation, Erforderlichkeit kann ich so keine Antwort drauf geben. Dann ist die Frage, was ist mit Videoüberwachung? Ist die im Verarbeitungsverzeichnis zu führen, wenn Personen nicht gefilmt werden sollen, aber zufällig durch das Bild laufen? Das ist so ein Fall. Also wenn der Zweck ja, um bei dem Beispiel mit den Chemieabfällen zu bleiben, ja, oder mit den Chemieproduktionen, wenn Sie da jetzt stehen und gucken und den Raum filmen, um zu gucken, dass da kein Brand ausbricht, weil Gase sich bilden oder weil der Flur soll gefilmt werden, ja, aus Brandschutzgründen, weil man einfach gucken muss, ob es da eine Rauchentwicklung gibt. Und da rennt jemand zufällig durchs Bild, dann ist das ja überhaupt nicht der Zweck der Datenverarbeitung. Und dann muss man das meiner Meinung nach auch nicht mit ins Verarbeitungsverzeichnis aufnehmen. Also wenn der Zweck gar nicht ist, jemanden zu filmen, und der zufällig durchs Bild läuft, weil er irgendwie den Notausgang benutzt hat, da muss das nicht mit ins Verarbeitungsverzeichnis. Dann ist die Frage nach Fotos im Arbeitsverhältnis. In welchem Umfang können Fotos genutzt werden? Das ist auch ganz schwierig. Also eine pauschale Einwilligung ist da nicht möglich. Sie brauchen allerdings auch nicht jedes Mal eine Einwilligung. Also das Beispiel, was ich gerade genannt habe, um auf einer Website sein Unternehmen vorzustellen und Kontaktdaten zu den Mitarbeitern dazulassen, ist sicherlich von den berechtigten Unternehmensinteressen gedeckt. Ja, schwierig sind dann manchmal Sachen, wenn Schulungen aufgenommen werden, ja, und da Rollenspiele sind und das gefilmt wird. Ja, dann müssen Sie sicherlich eine Einwilligung haben, wenn Sie das fotografieren oder filmen wollen. So, die letzten beiden Fragen und dann sind wir wirklich hier über den Zeitrahmen leider. Dann ist hier nochmal die Frage nach der Videoüberwachung. Ja, wenn da keine Vorabkontrolle gemacht wird, muss man dann eine Datenschutzfolgenabschätzung machen. Das ist eine ganz schwere Frage. Das ist eine Einzelfallentscheidung. Das kommt immer darauf an, was gefilmt wird, wer gefilmt wird, wie gefilmt wird, was für Rechte da beschränkt werden. Das kann ich so überhaupt nicht sagen, leider. Ja, Mitarbeiterbeurteilung im Rahmen des Arbeitsverhältnisses erforderlich ist hier noch eine Frage. Welche Rechtsgrundlage zieht man daran? Das können Sie schon auf das Arbeitsverhältnis stützen, je nachdem, welchen Zweck die Mitarbeiterbeurteilung hat. Wenn das eine Beurteilung hat, die auch für den Arbeitnehmer konstruktiv ist, dann 26. Wenn das nur für Sie ist, würde ich das aufs berechtigte Interesse stützen. So, ich glaube, dass wir alle Fragen nicht mehr jetzt im Rahmen des Webinars leider beantworten werden können. Sie können gerne da nochmal auf uns zukommen. Meine E-Mail-Adresse, die finden Sie im Internet und auch hier auf der Folie sind nochmal die Kontaktdaten. Ja, wenn Sie bei www.herting auf die Website gehen, da sind noch eine Menge Ansprechpartner aufgelistet und Sie können mir da gerne auch, Sie finden da auch Foto und meine Kontaktdaten. Das wird sonst
wird es den Zeitrahmen sprengen. Wir sind jetzt schon leider über der Zeit. Dann bedanke ich mich trotzdem für die ganzen Fragen, die da aufgekommen sind und beantworte Ihnen im Nachgang dann Fragen gern. Vielen Dank.